Dann unterbreche ich nunmehr die Verhandlungen über den Punkt 1 der Tagesordnung, damit die verlangte Behandlung einer dringlichen Anfrage gemäß der Geschäftsordnung. Ja, also die aktuelle Debatte wurde nun also vom dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer unterbrochen, um pünktlich in einer Minute die dringliche Anfrage aufzurufen. Diese dringliche Anfrage der FPÖ ist betreffend der mutmaßlichen Ermordung der Maria E. durch den Kenianer Francis N., so der Titel dieser dringlichen Anfrage. Gerichtet ist diese dringliche Anfrage an Justizminister Wolfgang Brandstätter von der ÖVP. Sie dreht sich, wie gesagt, um den Mord an einer 54-jährigen Frau am Wiener Brunnenmarkt Anfang Mai und umfasst insgesamt 27 Fragen.